Und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum heutigen Türchen des YouTube Mama Adventskalenders. Heute bin ich dran und ich möchte euch eine Last-Minute DIY-Geschenkidee für Männer zeigen. Männer zu beschenken ist ja nicht so einfach und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das könnt ihr wirklich noch Last-Last-Minute am 24.12. machen, wenn man das alles noch schnell im Laden zu kaufen bekommt. Das ist was für Freunde, für Bekannte, für Arbeitskollegen, für Nachbarn. Jeder kennt auch die Situation, man kriegt plötzlich ein Geschenk von jemandem, von dem man es nicht erwartet hat und muss sich jetzt schnell was ausdenken, was man demjenigen schenken kann. Vielleicht ist auch genau für diese Situation genau das Richtige für euch dabei. Und ihr wisst, hinter jedem Türchen versteckt sich auch ein Gewinn und es gibt auch den großen, großen, großen Gewinn des gesamten Kalenders. Wie das Ganze läuft und was ihr heute bei mir zu gewinnen gibt, das seht ihr am Ende des Videos. Viel Spaß jetzt erstmal! Starten wir mal damit, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir hier diese 6er Collis Bier. Der hier wird sich am besten machen, aber auch die werden funktionieren. Allerdings dann ein bisschen in reduzierter Weise. Aber wie gesagt, mit dem wird sich das richtig gut machen, was ich vorhabe. Dann brauchen wir solchen Pfeifenputzer in Braun. Den habe ich bei Amazon bestellt, kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Es war nämlich gar nicht so einfach, den sortiert so zu finden. Sonst gibt es den immer nur in diesen bunten Packungen und wir brauchen halt wirklich nur Braun. Dann brauchen wir hier Wackelaugen, auch die habe ich von Amazon. Und solche roten, wie nennt man das, Pompons. Und auch die habe ich bei Amazon bestellt, das war hier ein und dieselbe Firma. Wir brauchen eine Klebepistole und eine Schere. So sieht das Ganze nach dem ersten Schritt aus. Ich habe einfach die Augen angeklebt und die roten Nasen. Und den Pfeifenputzer, den habe ich mir jetzt schon mal zurechtgeschnitten. Also ich habe den einmal halbiert und dann habe ich hier so zwei kleine Teile und ein etwas längeres. Und den Pfeifenputzer, den bringen wir jetzt einfach hier oben noch an. Des YouTube Mama Adventskalenders gibt es auch bei mir etwas zu gewinnen. Das habe ich euch in meinem Ankündigungsvideo schon mal gezeigt. Und zwar sind das von Hotz diese Holzbausteine. Die sind ab einem Jahr. Das ist Formknall. Das ist für kleine Grafiker zum Puzzeln, für den Sprengmeister von morgen zum Türmen und Einreißen und für junge Ingenieure zum Tüfteln und Grenzen überschreiten. Wir haben die auch, also diese Holzfarbenen haben wir und wir haben auch bunte. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal in der Infobox und oben in den Infokarten. Da könnt ihr euch mal anschauen, was man Tolles damit bauen kann und wie zufrieden ich mit denen bin. Schreibt mir dazu einfach unten einen lieben Kommentar und aus diesen ganzen Kommentaren werde ich dann den Gewinner herauspicken. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Und wer ganz genau hingeschaut hat, der hat in meinem Video einen Buchstaben bemerkt. Diesen Buchstaben braucht ihr, wenn ihr am 24.12. an dem riesengroßen Gewinnspiel teilnehmen wollt. Dort könnt ihr nämlich ein Familienfotoshooting gewinnen. Dazu müsst ihr allerdings jedes der 23 vorangegangenen Videos gesehen haben, euch dort die Buchstaben aufgeschrieben haben, um auf das Lösungswort zu kommen. Wie das Ganze aber genau funktioniert, wo ihr das Video zum 24.12. findet, das schreibe ich euch nochmal alles unten in die Infobox. Da könnt ihr jetzt vorbeischauen, da könnt ihr jetzt schauen, was ihr tun müsst, wo die anderen Türchen, auf welchen tollen YouTube-Kanälen die sind. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gewinnspiel und freue mich jetzt auf eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben, ich bin Alessia vom Kanal Kunterbunter und morgen gibt es bei mir weihnachtliche Frisuren zu sehen. Ich werde euch ein paar Frisuren zeigen und euch hoffentlich inspirieren. Und es wird natürlich eine Verlosung geben. Also ich freue mich auf euch. Bis morgen.